Mit Beamer und PowerPoint komplexe Inhalte einfach darstellen. Nur wer diese Kunst, die Kunst der Präsentation beherrscht, hat heute im Joballtag alle Chancen. Kollegen, Partner oder Kunden, stets gilt es, mit Argumenten zu überzeugen. Doch was gehört in eine gute Präsentation? Wie wird sie aufgebaut? Welche Illustrationen braucht man, damit die Botschaften auch ankommen? Steercom gibt Ihnen die Antworten und weist Ihnen den Weg zu wirksamen Präsentationen. Von der Faktenanalyse bis zu Ihrem Auftritt am Beamer. Methoden aus der Praxis für die Praxis, so das Motto von Steercom. Umgesetzt von Carsten Leminski und Wolfgang Hackenberg. Zwei versierten Profis, die das Präsentationshandwerk durch und durch kennen. Als langjährige Berater, Manager und Unternehmer wissen die Steercom-Gründer, wie man Kommunikation so strukturiert, dass sie auch Wirkung erzielt. Und wie Präsentationen über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können. In Workshops geben die Steercom-Gründer nun ihre langjährige Erfahrung weiter. Somit können auch Firmen und Einzelpersonen von dem Know-how profitieren. An Beispielen aus ihrem ganz individuellen Berufsalltag zeigt Steercom, wie Präsentationen optimal aufgebaut werden. Drei Dinge braucht man für eine erfolgreiche Präsentation, die anschließend auch in Erinnerung bleibt. Der Inhalt muss stimmen, aber auch der rote Faden muss da sein, die Struktur. Und schlussendlich muss das Ganze auch noch gut aussehen. Denn 60 Seiten voller Bullet Points wird niemand lesen und mag auch niemand sehen. Für überzeugende Präsentationen braucht man also weit mehr als nur ein paar bunte Bilder und Schlagwörter. Der Schlüssel zum Erfolg liegt vielmehr in der Struktur und den richtigen inhaltlichen Akzenten. Auf Basis der drei wesentlichen Elemente Inhalt, Struktur und Optik hat Steercom eine Methode entwickelt, wie Sie in 8 Schritten zur optimalen Präsentation gelangen. Der erste Schritt kümmert sich darum, das Problem in den Griff zu bekommen, das Problem zu strukturieren, die Kernfrage zu entwickeln. Was haben Sie davon? Sie haben Ihr Spielfeld sauber definiert. Der zweite Schritt geht um die Strukturierung des Problems. Wir werden Ihnen ein Handwerkszeug, Methoden an die Hand geben, komplexe Sachverhalte sauber, einfach, logisch zu strukturieren. Sie haben das Problem in den Griff bekommen. Der dritte Schritt geht dann wirklich in die Richtung, dass Sie die Hypothesen erarbeiten, das Projektergebnis erarbeiten. Das sollten Sie hypothesenbasiert tun. Das Problem analysieren und Ergebnisse entwickeln. Daraus folgt die Synthese. Das ist letztendlich die Projektarbeit, die Sie dann getätigt haben. Und dann geht es um die wichtige Art und Weise der Kommunikation Ihrer Ergebnisse. Dafür ist der vierte Schritt enorm wichtig. Was ist das Ziel Ihrer Präsentation? Was wollen Sie erreichen? Wollen Sie informieren? Wollen Sie überzeugen? Und was erwartet Ihre Zielgruppe eigentlich? Haben Sie die Bedürfnisse entsprechend analysiert? Haben Sie sich wirklich in die Zielgruppe hineinversetzt? Und dann geht es an den fünften Schritt. Was ist Ihre einzige Kernbotschaft? Jede Slide sollte eine Kernbotschaft haben und die gesamte Präsentation sollte eine Kernbotschaft haben. Die legen wir gemeinsam mit Ihnen fest. Und dann geht es im nächsten Schritt, im sechsten Schritt, um die Geschichte, um die Dramaturgie. Wie wollen Sie letztendlich Ihre Geschichte formulieren, dass sie packend, spannend und fesselnd ist, dass es dann auch zu den Entscheidungen kommt. Und dann im siebten Schritt das Storyboard zu erarbeiten. Sie haben oben die Überschrift auf der Seite. Wie untermalen Sie diese Überschrift? Haben Sie eine Wirtschaftsgrafik? Haben Sie entsprechende Texte gut formuliert oder wollen Sie die Darstellung eher konzeptionell vornehmen? Also hier werden wir das Storyboard gemeinsam erarbeiten und dann, und das ist häufig der Fehler, dann geht es erst wirklich um das Erstellen des Dokumentes. Dann öffnen Sie den Rechner, dann arbeiten Sie mit PowerPoint und dann werden wir Ihnen Tipps und Tricks im 8. Schritt zeigen, wie Sie einfach schneller die Folien visualisieen und produzieren können. In 8 Schritten zum Erfolg. Viele namhafte Kunden vertrauen schon heute auf die Steercom-Methode. Und selbst erfahrene Profis sind von den Workshops begeistert. Der Workshop von Steercom, wie das Thema schon vorgeht, ist ganz vorzüglich strukturiert, sehr gut aufgebaut und beleuchtet aus meiner Sicht genau die Punkte, die relevant sind für Präsentationen. Er ist sehr umfassend und da
beinhaltet halt inhaltliche Themen, gestalterische Themen, und das ist, glaube ich, genau das, was wichtig ist für die Präsentation. Ich habe viel gelernt darüber, wie ich meine Folien gestalten kann und in der Zukunft wesentlich effizienter in der Kundenkommunikation damit umgehen kann, meine Key-Message rüberzubringen und das MISI richtig anzuwenden. Heute hier in diesem Kurs strukturierte Kommunikation habe ich doch einige neue Dinge auch mitnehmen können und glaube, das ist sehr wertvoll, auch für uns intern, sowohl in der Lehre und Forschung, als auch eben in der Organisationsentwicklung und anderen Themen, die uns als Unternehmen, Hochschule dann auch beschäftigen. Insofern kann ich jedem nur empfehlen, diesen Kurs auch mitzunehmen. Ich hatte heute einen sehr interessanten Workshop, viel gelernt hinsichtlich der PowerPoint-Präsentation, viel mitgenommen, ich muss viel umstellen, bezogen auf die bisherige Aufgabenstruktur oder auf die Tätigkeiten, die man bisher in der PowerPoint-Präsentation gemacht hat. Also war interessant, ich nehme viel mit und ja, ich kann es jedem weiterempfehlen. Hier kommen. Key Message Delivered.